wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 9. Wochenshow, Nummer 9, ja, zählt man mit, so, Nummer 9, 9. Wochenshow. Ja, ich sollte sie vielleicht doch in Monatsshow umbenennen, aber ich gebe mir Mühe. Heute geht's mal wieder zur Sache hier, mit echten Waffen. Es gibt nämlich wieder was auszupacken. Also irgendwie steht diese Kamera behämmert, so. Ist das besser? Ja. Zwar immer noch unscharf, aber besser. Ich warte immer noch auf meine Autofokuskamera und die hat mir auch jemand versprochen, aber irgendwie trudelt die noch nicht ein. Also hier mal wieder was auszupacken. Das ist jetzt Post von, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, Moment, hier irgendwo, das ist gar nicht so einfach hier, das hier zu steuern. Naja, auf jeden Fall von Quipe. Und Quipe. Quipe hat irgendwie seine Regeln geändert, wie man ausrechnet, wie viel Punkte man hat, was dazu geführt hat, dass ich mit 17, das kann ich jetzt mit Fingern nicht zeigen, aber das müsst ihr euch einfach merken, mit 17 Rezensionen hier, so, und jetzt haben wir hier das, ich glaube, ich muss die Kamera mal ein bisschen anders einstellen, dass ihr diesen Striptease-Vorgang auch optimal mitkriegt. Ist das so besser? Ja. Naja, nicht ganz. Naja, auf jeden Fall hier, ne? Paket, hier, so. Und da ist, sind einige Dinge drin. Jetzt schickt die Bank auch noch eine SMS. Irgendwelche Drohungen. So. Und zwar habe ich hier als erstes in wunderbarem NATO-Olivgrün das, worum ich einige Leute in der Tat schon beneidet habe, ihr Quipe-T-Shirt. Allerdings, wie ihr seht, hier in XL. Ne? Aber da ich den neuen Community-Manager schon ein paar Wochen kenne, habe ich mal angefragt, wie das denn so aussieht. Und es gibt wohl irgendwelche Sommershirts und es wurde mir versprochen, dass ich auch noch ein Sommershirt kriege. Hallo Mo. So, und was haben wir denn noch? Ah, den Quipe-Schlüsselanhänger. Ja, das heißt, wenn man mit sowas in eine Kneipe reingeht. Ah, hier ein Lieblingsplatz-Dingsbums. Ne? Lieblingsplatz steht hier, so ein Quipe-Schlüsselanhänger. Dum-di-dum-di-dum. Kann man damit irgendwie, ja, mal gucken, ob ich das benutze. Diverse Quipe-Aufkleber. Ah, das ist cool. Siehst du hier, da kannst du den Kneipen, wo du bist. Das ist richtig hier, auf, das ist richtig Plastik. Das sind nicht nur Aufkleber, das ist richtiges Plastik. Na, stinkt nach 2000 Jahre, 2 Millionen Jahre Erdöl hier. Kann man dann sagen, hier, wie war es, sag es auf so und so. Das heißt, das kann man wahrscheinlich auch außen an der Tür dran kleben. Dann hier normale Quipe-Aufkleber, das Beste der Stadt. Dann noch große Quipe-Aufkleber, das Beste der Stadt. Und ich frage mich, woher die wissen, dass ich mich momentan hiervon ernähre. Keine Ahnung. Also, ich habe es nicht geblockt. Aber das finde ich hervorragend. Also, weil ich bin momentan, das ist also einer der Gründe, also irgendwie habe ich es halt echt schwer in die Kamera zu gucken. Das ist einer der Gründe, warum es irgendwie kein Video gab in letzter Zeit. Ich bin so viel unterwegs gerade, vor allem hier direkt vor der Haustür, dass ja, dass manchmal irgendwelche Nahrungsaufnahmen ausfallen und ich meine, da ist ja alles an Vitaminen und so drin, was man hier Dingens, ne? Hat nur 2 Gramm Fett auf 100 Gramm, sind 300 Gramm drin, macht 6 Gramm Fett, macht etwa ein Drittel der Tagesdosis. Das hält sich einigermaßen in Grenzen, wenn man dafür irgendeine andere Mahlzeit weglässt. Also ich habe schon mal 10 Kilo abgenommen, also nicht mit dem, sondern mit normalen Weingummis. Also hier, die normalen Weingummis haben ja 0% Fett und hier ist dieses Kokoszeug, dieses Leckere mit dabei. Und ja, gut. Das war's schon. Also Schlüsselanhänger, T-Shirt. Wie gesagt, das wird eher das Schlaf-T-Shirt für die Frau oder so. Aber nicht, dass ihr jetzt erwartet, dass ihr dann da Bewertungen lest. Und jetzt muss ich mal noch hier dieses lustige Visitenkartenspiel spielen. Nur die ganzen Leute da, sofern sie mich per Xing noch nicht kontaktiert haben. Da war ich nämlich bei einer Second Life-Veranstaltung in also Real Life Second Life Veranstaltung in Pforzheim. Das ist sozusagen hier das Resultat. Und am Montag ist ja Second Life Webmontag in Second Life und Stage Space. Stage Space ist so ähnlich wie Second Life. Die arbeiten da gerade dran. Ist ein Team aus Karlsruhe.
Die habe ich jetzt auch kennengelernt da in Pforzheim, die sind ganz nett. Und Stage Space macht einen Webmontag in ihren Räumen in Karlsruhe am Montag. Da werde ich auch mal vorbeischauen. Werde also in Second Life nicht da sein. Ansonsten, wo war ich denn noch? Eine Veranstaltung vom Fraunhofer Institut zu Enterprise 2.0. Das ist gerade so ein Schwerpunkt von mir. Ich habe auch gerade, wo ist denn das Buch? Ich habe an sich auch gerade noch ein Buch in der Kur zu dem Thema. Und dann war ich, das war irgendwie am Dienstag, glaube ich. Am Montag war ich beim Webmontag in Stuttgart. Nee, keine Ahnung, nee, ich glaube am Donnerstag. Und am Donnerstag war ich bei, naja, auf jeden Fall. Also irgendwie bin ich dauernd am Rumdüsen momentan. Zwischendurch kommt auch noch ein bisschen Arbeit. Gestern war ich in Trier, da habe ich den ganzen Tag gebraucht, zwei Dinge zu tun. Nämlich einerseits diesen blöden Drucker hier an meinen Laptop zu hängen. Also irgendwie jedes Mal, wenn ich den Laptop wieder neu anstöpsle, dann zickt der Drucker rum. Und irgendwie will der sich auch nicht so richtig auf USB installieren lassen. Und das ist irgendwie doof. Und also das habe ich gemacht. Und dann andererseits habe ich lediglich meine Mail beantwortet. Und ja, gut, ein bisschen. Ja, es gibt einen neuen Dienst, der heißt Fellow Web. Hier. Die haben so ein paar Buttons geschickt. Fellow Web, so heißen die hier. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, ja, hier bröselt immer irgendwelche Kartons rum. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Da hängen irgendwie Arbeitsamt von Piependerchtig irgendwo und eine IHK von Tupfenhausen, die hängen da drin. Und die haben so eine Art StudiVZ für Arme aufgemacht. Also, nein, nicht StudiVZ für Arme, sondern also im Prinzip eine StudiVZ-Kopie. Und ich gucke jetzt nur hier weg, weil ich was suche. Und zwar, die haben diese coolen Buttons, wie ich die jetzt finde, genau. Also einmal ein Button Drahtzieher. Ja, könnt ihr das lesen? Drahtzieher. Und dann einen Button Kreativ. Den würde ich natürlich mit Ausnahme der Tatsache, dass es so ein komisches 2.0 Grün ist, würde ich da ja. Und dann dachte ich zuerst, ich dachte jetzt erst, oh Gott, StudiVZ schickt mir Post. Ja, dachte ich zuerst, weil da stand Gruschel. Ja, ich hatte nur Gruschel gesehen, aber wenn man das genau anguckt, was ihr wahrscheinlich nicht könnt, da steht ausgegruschelt. Das finde ich ja durchaus, da kann man ja durchaus drüber reden. Ne? Und was dieses Fellow Web ist, das ist ganz interessant. Das ist nämlich einerseits eben social und dating orientiert, würde ich mal sagen. Und andererseits aber berufsorientiert. Das heißt, man gibt eine Selbsteinschätzung, wie kreativ, nee, nicht wie Selbsteinschätzung gibt man, wofür man sich interessiert. Also ich würde gerne mit Menschen arbeiten oder ich möchte gerne mit Tieren arbeiten. Und wenn man dann beides ankreuzt, kriegt man irgendwie Jobs angeboten bei der Herstellung von Mensch-Tier-Sex-Videos. Keine Ahnung, also irgendwas in der Art. Und das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Na gut. Auf jeden Fall, das Coole daran ist, man kann andere Leute bitten, einem zu bewerten, so ähnlich wie bei iKarma oder wie bei LinkedIn. Und die Leute können dann bewerten, wie kreativ und humorvoll und teamfähig und so weiter man ist. Und aus diesen erbetenen Bewertungen, die man aber, glaube ich, auch ablehnen kann, und natürlich können die Leute auch getaggt werden, also man kann die Leute auch taggen. Und aus diesen kombinierten Bewertungen wird dann eben ein Profil erstellt. Und das stelle ich mir ja nun ganz interessant vor. Wenn die das jetzt noch so ein bisschen kombinieren mit Funktionen wie, wie sie, sagen wir mal, Stay Friends hat und Xing hat, dann könnte. Na, na, na. Fellow Web, also die noch bezahlen die mir nichts. Ich pitch die gerade an, weil ich habe gesagt, Leute, da müsst ihr ein paar Sachen verbessern. Da sagt er, schick mal. Sag ich, ja gut. Ne? Also das ist, wenn ich zum Bäcker sage, wenn der Bäcker sagt, hier leckere Brötchen, und ich sage, ja schick mal. Ne?
Dann sagt er auch, ja, schieb Geld rüber. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, mal gucken, ich werde mit heute mal telefonieren. Also da ist noch einiges zu verbessern, was die Benutzbarkeit angeht und was Funktionen angeht, aber ist ja nicht Beta, kann also trotzdem jederzeit verbessert werden. Ja, also FellowWeb könnte eine sehr interessante Sache werden, weil es eben diesen richtig harten Effekt hat. Ja, also Nutzeneffekt hat im Sinne von Leute, heuert mich an, ich bin toll, ich bin super. Und wenn man natürlich nur die Leute bittet, einem zu bewerten, und so weiter. Jetzt habe ich zum Beispiel irgendjemand, also wenn man dann die Bewertung kriegt, sieht man nicht, wer es war, aber wenn man natürlich jetzt nur einen pro Woche fragt, einem zu bewerten, weiß man es dann wahrscheinlich trotzdem. Jemand hat zum Beispiel bei mir sportlich zwischen super und einmalig, nee, zwischen sehr und super oder so angekreuzt. Keine Ahnung, wie die da drauf kommen, aber, ne? Aber das sollte sich ja dann ausmitteln. Ne? Ich muss jetzt nur darauf achten, dass meine Frau mich da nicht bewertet, aber sonst, ja, oder andere Leute, die mich wirklich kennen. Also, ja. Wobei, ich habe dann auch gleich eine Anfrage von einem gekriegt, der wohl mal auf meinem Blog kommentiert hat oder ich habe mal auf seinem kommentiert und ich sollte dann bewerten, wie kreativ und teamfähig der ist. Da habe ich dann abgelehnt. Wie gesagt, man kann andere Leute auch taggen, das ist auch sehr interessant. Man kann sich selber taggen. Da gibt es ja diese Geschichte Spock.com, wer da eine Einladung will, Bescheid sagen. Ich habe, glaube ich, noch 90 Stück oder so, wo das auch möglich ist. Aber eben dieses Anlegen von, sagen wir mal, Human Resources relevanten Tags bzw. Profilen, das finde ich schon spannend, weil es eben also nicht ist wie bei LinkedIn oder bei iKarma, dass man da irgendwelche blöden Sprüche einbauen muss. Lest mal, was Marco Ripanti, nachdem wir 10 Minuten geskypt hatten, über mich bei iKarma schreibt. Ja? Also, ne, da werdet ihr sehen, das ist unheimlich benutzbar. Und aber solche formalen Profile, das finde ich eigentlich gar nicht uninteressant, eben kombiniert mit Tags. Das war das. Worüber wollte ich noch erzählen? Pounce. Pounce, ist eine ganz interessante Idee und manche haben das, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Ich bin gerade vollkommen irritiert. Hier steht aufgenommenes Video. Entweder 52 Sekunden oder 52 Minuten. Ich rede doch nicht erst schon seit einer Stunde, oder? Naja gut, wie auch immer. Auf jeden Fall Pounce. Pounce, manche Leute verwechseln das irgendwie mit Twitter und benutzen es wie Twitter, so wie manche Leute Twitter und Jaiku irgendwie nicht so ganz auf die Reihe kriegen. Während Jaiku ein Aggregator für RSS-Feeds ist und man dort natürlich auch irgendwie microbloggen kann. Und während Twitter sozusagen Presence ist, also man kann sagen, hier bin ich und jetzt gehe ich essen und bla bla bla, und manche das auch zum Microblogging verwenden, ist es bei Pounce eigentlich so, weil das Besondere bei Pounce ist, man kann Dateien verschicken, Links verschicken, hat auch eine Diskussionsfunktion wie bei Jaiku, hat die Möglichkeit, Soundfiles einzubinden und so weiter und so fort. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Video nehmen und es irgendwie per Pounce wahrscheinlich verschicken. Pounce ist eigentlich gedacht als Kommunikationstool für Teams. Ja? Darum hat Pounce von Anfang an auch Gruppen. Das heißt, ich kann Leute, mit denen ich zusammenarbeite, in eine Gruppe verpacken und kann sozusagen Informationen, Datei-Attachments an die microbloggen. Ja? Ist das so weit klar? Das heißt, Pounce ist eigentlich nicht hier zum Spaß oder so. Und darum, ich weiß gar nicht, ob man Pounce, doch Pounce kann man, glaube ich, auch mobil benutzen, aber ja, gut. Ist aber eigentlich nicht so das Wesentliche, sondern das Wesentliche bei Pounce ist eben diese Funktion, Informationen an Teams zu verteilen. Also das ist, also schreibt sich Pounce.
habt ihr jetzt mitgeschrieben. Pounds, wer da Einladungen braucht, ich habe auch noch zwei, drei. Ja, was wollte ich sagen? Was ich gerade besonders interessant finde, weil das, also wirklich so dieses Thema Enterprise 2.0, Einsatz von Social Software in Unternehmen, wenn ihr in meinen Delicious Feed schaut, dann seht ihr, dass ich da in letzter Zeit relativ viel dazu gebookmarkt habe, meistens mit Enterprise und 2.0. Also da ist gerade eine interessante Diskussion im Gange und ich stelle eben fest, dass sehr, sehr viele Firmen nicht glücklich damit sind, wie ihr Intranet aussieht, dass sehr, sehr viele Firmen nicht glücklich damit sind, wie ihre wie ihr Projektmanagement läuft. Und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, mich ein bisschen vermehrt einzuarbeiten und Tatsachen auszuprobieren. Dann haben sich auch Dinge ergeben. Es war beim Webmontag jemand aus Silicon Valley da. Mal schauen, ob es da mittelfristig was Neues zu erzählen gibt. Der ist jetzt gerade am Rumreisen, darum war er jetzt nicht ganz so kommunikativ. Aber wir sind schon mal auf allen Ebenen verbunden. Und mal schauen, ob es demnächst sowas wie diese Wochenshow hier auch noch auf Englisch gibt. Ja, dann bin ich den ganzen Tag am Videoen und brauche gar nichts mehr zu schreiben. Aber ja. Sonst noch was? Ach, wenn ihr Fragen habt, Wünsche und Anträge, ihr könnt euch ja auch mal wünschen, dass ich mal über irgendwas erzähle. Das wäre ja auch mal was. Also nicht nur immer Sternchen vergeben oder so, sondern mal erzählen, was wollt ihr denn? Also Freunde, seid vorsichtig in dem Zoo da draußen und wir lesen uns und sehen uns und so.